Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Mars mit Goonicorn und den Goonians. Wir lassen hier das Spiel mal weiterlaufen und wir sehen... Was? Das ist immer ein Start hier. Wir haben also eine Anomalie erforscht und einen Meilenstein erreicht. Hier haben wir die Meilensteine, die wir erreichen müssen. Anomalie gescannt, jawohl, Sol 1. Auf dem Mars Wasser gefunden, haben wir auch schon erreicht. Und da gibt es also wirklich einiges, das wir erfüllen können. Und jetzt schauen wir mal, was hat uns diese Anomalie gebracht? Zuerst schicken wir hier aber den Rover direkt mal eine Runde weiter. Der hat uns eine Forschung gegeben, also geschenkt, eine Möglichkeit zum Forschen. Oder hat er... Ja, der Mars, das haben wir bereits. Also, hier haben wir Produktivitätsausbildung. Ingenieure und Geologen erhalten 10% Bonusleistung, wenn sie in ihrem Spezialgebiet tätig sind. Geologen haben ein Sprichwort. Steine erinnern sich. Okay, Steine erinnern sich. Neil Armstrong. Okay, Neil Armstrong muss es ja wissen. Der war ja als erster Mann auf dem Mond. Nicht nur Mann, natürlich als erster Mensch. Ganz klar, den kennen wir alle. Hoffe ich zumindest. Ja. Wer war zum ersten Mal auf dem Mars? Hier haben wir ihn. Der ferngesteuerte Erkunder 1. Können wir den umbenennen? Ferngesteuerter Erkunder, umbenennen. Na, aber hallo. Guni Nummer. Oh. Nummer 1. Der erste Goonien, das ist Goonie Nummer 1. Der geht auch schon wieder auf Erforschungsreise. Und wie sieht's hier aus? Das Lager, wie viel Platz hat's denn hier? Oder haben wir aber einiges an Platz? 34, 120 Teile können da gelagert werden. Okay. Also, nochmal kurz zur Erklärung. Wir sehen hier bei der Rakete haben wir auch Tanke. Da haben wir 60 Stück. Wir müssen also 60 Tank, also Treibstoffeinheiten produzieren, damit wir die Rakete wieder zurück zur Erde schicken können. Und es geht ja darum, mit den Raketen können wir ja jeweils, das haben wir hier, mit den Raketen, wir haben hier noch eine Rakete zur Verfügung, die könnten wir jetzt auch schon hochschicken. Müssen wir uns später mal darum kümmern. Ich möchte zuerst die Stromversorgung generieren. Aber da können wir ja jeweils diese zwei Raketen können wir hin und her schicken. Zu Beginn wird es vor allem darum gehen, Rohstoffe hochzubringen, Fertigbauteile, Rohstoffe. Das wird das Erste sein, das uns beschäftigt. Aber anschließend werden wir natürlich, sobald wir eine Kuppel haben, werden wir da auch Passagierraketen bringen. Mal sehen, hier bald ausgeladen. Ja, das passt schon. Mit diesen Raketen werden wir, also hier, wenn wir Edelmetalle abbauen, diese Edelmetalle zurücksenden zur Erde und so eigentlich Geld verdienen. Ja, das mal zu dem Teil. Und jetzt würde ich sagen, beginnen wir mal. Soll ich hier noch ein zweites Lager hinstellen oder? Was ist das denn? Mülldeponie? Die brauchen wir mal ganz sicher noch nicht. Nein, da braucht es noch kein zweites Lager. Das können wir... Das reicht schon aus fürs Erste. Ich würde mal sagen, hier mitten in der Nacht, wir sollten mal uns um etwas Strom kümmern. Ich glaube, wir bauen hier eher hier nach oben zu Beginn. Deshalb die Stromversorgung baue ich mal hier oben hin. Ich bin ja der Meinung, ich habe so in diversen Texten ja bereits gelesen über das Spiel. Mache ich meistens so. Was ist das denn? Oh! Hier baut er wieder Eisen ab. Oh, wie geil das aussieht. Unser kleiner Racker hier. Oh, wie geil. Das ist echt. Ich mag das Spiel echt. Das macht echt Spaß hier. Jetzt, wo war ich? Genau. Ich habe ja gelesen, dass dieses Spiel sehr, sehr schwierig wird mit der Zeit. Also sobald die Siedler kommen. Und auch eine große Schwierigkeit ist das ganze Transportwesen. Man muss also clever sein mit den ganzen Lagern, mit den Transportwegen, denn wir sehen jetzt hier diese Drohnen, die haben natürlich immer längere Wege, je mehr Rohstoff wir hier abgebaut haben. Hier jetzt also unsere Stromversorgung. Ich habe auch schon bereits gesehen, dass einige Spieler bauen dann sehr eng zusammen und so weiter. Und dann kommt ein Meteorit und bumm, alles im Arsch. Deshalb habe ich mir so gedacht, wir bauen eher etwas auseinander. Also
nicht alles so ineinander reinwurschteln. Ja, jetzt geht's zum ersten Mal. Die Goonians brauchen Strom. Was haben wir hier? Solarkollektor erzeugt tagsüber Strom. Seine Effektivität wird von Staubsammlung und Staubstürmen verringert. Ist vor Staub geschützt, solange er deaktiviert ist. Hier hatten wir Kosten. Rot, ich glaube, das ist... Was haben wir denn da? Research complete. Was ist schon wieder rot? Analyzed. Oh, Research complete. Oh, wir haben schon wieder eine Anomalie. Weg ist sie. Also die Forschung haben wir abgeschlossen. Wir haben eine Forschung abgeschlossen. Und zwar, was haben wir denn? Das hatten wir schon. Oh, hier. Fortschrittliche Mars-Triebwerke, Raketen und Shuttles benötigen weniger Treibstoff. Oh, wie geil. Was haben wir hier? Die 10.000er Frachtraum können wir um 10.000 Kilo vergrößern. Oh, das ist natürlich schon auch geil. Der Treibstofftank ist mit Abstand der größte und schwerste Bestandteil jeder Rakete. Die Komprimierung von Treibstoff ist besonders wichtig. Wenn man nicht weniger Raketen größere... Was? Wenn man mit weniger Raketen größere Frachten zum Mars transportieren möchte. Jawohl. Weiß nicht, ob das schon Sinn macht. So früh im Spiel. Das brauchen wir noch nicht. Die Botaniker, also die Bonusse für die jeweiligen Arbeiter, die brauchen wir erst wirklich, wenn unsere Siedler auch hochkommen. Also da lasse ich mir echt noch ein bisschen Zeit. Deshalb nehme ich doch mal diese... Was haben wir hier? Baut schneller ab. Der ferngesteuerte Transporter baut Ressourcen schneller ab und sein maximales Ladevolumen wird um 15 erhöht. Wow, das ist ja geil. Ich weiß noch nicht genau, wie wir den einsetzen, aber das nehmen wir mal. Und die Rakete nehmen wir auch. Komm. Okay, also zurück zum Stromnetz. Was haben wir noch mal? Der produziert 2 Strom, kostet 1 ein Metall. Okay, nur 2 Strom, das ist etwas... Oh. Der kostet 4 Metall. In der Wartung haben wir 0,5 Metall und hier 1. Ja, okay, das ist verkraftbar, finde ich. Hier, der produziert hat 5 Strom, kostet aber auch 4-mal so viel in der Produktion. Aber das holen wir doch unglaublich schnell wieder raus. Wir nehmen mal diese etwas größeren Kollektoren. Oder direkt Windräder? Was kosten die denn? Was ist das denn? Was haben wir hier? Maschinenteile, die kosten also Maschinenteile. Und die müssen wir von der Erde hochbringen. Deshalb denke ich mal, lassen wir das mal eher bei Kollektoren zu beginnen. Die Windräder werden wir natürlich später aufbauen, da bin ich mir fast sicher. Okay, ich gehe jetzt doch hier etwas in diese Richtung. Und der erste ist gebaut. Jawohl. Hier mal schauen, wie das am besten platziert wird. So denke ich. Jawohl. So können wir die so nah wie möglich bauen. Ich denke, 4 Stück sollten mal reichen. Und da kommen sie auch schon, unsere kleinen Freunde, und bauen sie auf. Wie geil ist das denn? Übrigens sehen wir hier, das da drüben, dass diese grauen Teile, das ist kein Lager. Das ist nur die Lagerposition während der Bauzeit. Also da wird das Material abgelegt während der Bauzeit und anschließend wird, sobald fertiggestellt, verschwindet dieser Platz. Okay, was brauchen wir noch? Speichert Strom. Die Menge des Stroms beschränkt sich auf die maximale Leistung der Batterie. Okay. Braucht zur Wartung Polymere. Die können wir auch später produzieren, haben wir zurzeit noch nicht. Auf dem Mars, aber ich glaube, das Problem ist einfach, der Strom wird verbraucht. Regelmäßig verbraucht, also auch in der Nacht. Der Strom wird aber hier von den Kollektoren nur tagsüber produziert. Deshalb würde ich sagen, bauen wir hier auch noch einen Speicher hin. Das muss passen. Das wird uns einfach hier helfen in der ersten Phase. Ja. Dass auch Strom gespeichert wird. Hier die Stromkabel, die müssen wir einfach nahe ranbauen. Da wird automatisch angeschlossen, sobald der Sonnenkollektor abgeschlossen ist in der Bauphase, wird er sich automatisch mit dieser Stromleitung verbinden. Okay, also der Strom sollte schon mal passen. Jetzt mal sehen,
Die Rakete ist bereits komplett ausgeladen. Okay, das heißt, wir haben hier noch diese Bauteile zur Verfügung. Da liegt aber schon einiges rum. Also von daher, ja, das sollte schon passen. Was machst du denn hier? Du machst nichts mehr oder was? Okay. Er hat auch nichts mehr zu erforschen. Mal sehen. Zurück zu den Sektoren. Doch, doch, da unten haben wir doch noch was. Wie kann ich denn da jetzt? Jawohl. Oh. Hallo, weg hier. Komm. Geh mal dahin. Von der Batterie her, das reicht schon. Da haben wir die Batterieladung. Da müssen wir aufpassen. Wir dürfen die nicht, sobald die Batterie bei 0 steht, bleibt der Rohr natürlich stehen. Aufladen kann er sich hier an den Stromleitungen. Oh, da ist übrigens unser erster Sonnenkollektor. Genau, an den Stromleitungen. Und wenn er nicht mehr zurückkommt, also wenn er irgendwo stehen bleibt, dann ist er nicht völlig weg und am Arsch, sondern wir können mit einem anderen Rover die Batterie wieder aufladen. Also wir können ihn übergeben, Batterie übergeben. Was steht denn hier? Ahnung. Muss mit einem Stromverbraucher verbunden werden. Ja, das ist mir schon klar. Und hier sehen wir übrigens die Verbindung. Hier dieses schwarze Verbindungsteil, das ist die Verbindung zum Stromnetz. Okay, jetzt mal sehen. Hier haben wir übrigens auch noch diese Pfeile, da können wir die Bauten priorisieren. Also wenn wir wollen, dass der Akku hier schneller gebaut wird, dann schreiben wir hier die Priorität einfach hoch. Okay, also das läuft schon mal, Freunde. Was ist hier denn? Was hat denn unser kleiner Kumpel hier? You're listening to Mars Official Radio. Der Akku geht ihm aus. Wir haben doch da eine Lade. Wir haben noch nichts zum Laden. Der kann sich aufladen. Das müssen wir jetzt hinbauen. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Nein, das wollte ich nicht. Habe ich jetzt den Rohr zurückgeholt? Nee. Das passt alles. Okay. Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die können sich hier aufladen. Oh, da kommen wir direkt in den Sinn. Wir haben ja Fertigbauteile. Also wir sehen hier zum Beispiel den Drohnenhub. Da haben wir ja einen mit der Rakete mitgenommen. Und den bauen wir jetzt auf. Damit auch die Drohnen, da können sich die Drohnen aufladen und so weiter. Das macht schon Sinn. Jetzt ist es so. Hier haben wir den Kreis, den die Rakete abdeckt. Mit dem Drohnenhub, den bauen wir hier direkt hier hin. Haben wir auch einen Kreis, den er abdeckt. Ich weiß, das macht jetzt nicht groß Sinn, den hier hinzubauen. Aber ganz einfach, wenn wir die Rakete zurück zur Erde schicken, dann ist die Rakete halt weg. Und das Einzugsgebiet der Rakete ist dann nicht mehr. Deshalb bauen wir den Hub hier direkt hinter die Rakete, um das zu verhindern. Und hier schalten wir jetzt auch direkt mal die Priorität etwas hoch. Da geht bei allen Drohnen geht der Akku aus. Laden die sich wieder auf bei der Rakete? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Natürlich braucht dieser Hub auch Strom. Da ziehen wir wieder das Stromkabel runter. Müssen nur in die Nähe bauen. Ja. Stromkabelnetz sollten wir übrigens so gering wie möglich, also nicht ultra lange Stromkabelnetze bauen, denn diese Netze, diese Stromkabel, die können kaputt gehen. Und da braucht es dann immer eine Drohne, die das flicken geht. Und in der Zeit haben wir halt Stromausfälle. Das kann eine ganze Produktion schon mal lahmlegen. Legen wir mal los. Schrauben das Tempo hoch. Damit wir da etwas vorwärts kommen. Wir haben da wieder irgendeine Anomalie analysiert. Oh. Neue Technologie. Oh, so long as you know where to look. Neue Technologien können erforscht werden. Für jene, die wissen, wo sie suchen müssen, ist die karge Landschaft des roten Planeten eine wahre Schatzkammer voll von unentdecktem Wissen und Wunder. Selbst der kleinste, schlichteste Stein kann die Antworten auf Geheimnisse liefern, die die Menschen schon seit Generationen beschäftigen. Manchmal bedarf es nur einer einfachen Entdeckung, um uns der Größe des Universums bewusst zu werden und über die Grenzen unserer Existenz hinweg in die Zukunft zu blicken. Oh, was für ein epischer Text hier. Effekt? Die folgenden Technologien sind auf der Forschungsanzeige erschienen. Drohnenschwarm?
Was? Hygroskopische Vaporatoren? Okay. Live vom Mars. Low-G-Hydrosynthese. Und unterirdische Beheizung. Unterirdische Beheizung, die brauche ich. Wir sind ja hier bei minus 1 Grad durchschnittlich. Das sollte schon klappen. Was gibt uns das denn? Auf der Erde erscheinen mehr Bewerber. Okay, PR-Forschung, die darauf abzielt, die Vorteile und positiven Aspekte eines Lebens als Kolonist auf dem Mars hervorzuheben. Okay, nicht gerade das. Die unterirdische Heizung, die lassen wir mal. Drohnenschwarm, Drohnenhubs werden mit 2 zusätzlichen Drohnen gebaut und das Maximum an Drohnen wird auf 80 erhöht. Da haben wir also ein Maximum. Was haben wir denn hier noch? Hydrosynthese, neues Gebäude, Polymerfabrik, cool. Erzeugt Polymer aus Wasser und Treibstoff. Neues Gebäude, Treibstoffraffinerie. Wow, cool. Upgrade für Feuchtigkeitsvaporatoren. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, da müssen wir nicht so groß forschen, denn wir haben ja bereits Wasservorkommen entdeckt. Apropos, wir haben doch noch weitere Fertigbauteile am Lager. Wo haben wir es denn? Hier, eine Treibstoffraffinerie. Was benötigt die denn? Strom und Wasser. Okay, also erst Wasser abbauen. Das sollte unser nächster Schritt sein. Was haben wir denn noch mitgebracht? Ein Feuchtigkeitsvaporator. Da haben wir ja Wasser. Das ist ja hervorragend. Ja, dann würde ich mal sagen, bauen wir die Wasserproduktion hier mal in Richtung Wasser auch, denke ich. Mal hier oben. Wie sieht das da aus? Oh, diese Tipps hier. Okay. Nochmal, den können wir einfach hinstellen. Deshalb bauen wir den mal hier nach oben. Das Betonvorhaben nicht stören. Bauen wir mal hier hin. Direkt mit Strom verbinden natürlich. Ansonsten vergesse ich das immer. Das wäre schade. Nee, hier, ja. Und dann, wieso kann ich nicht hier gerade hoch? Geht nicht, okay. Und direkt daneben bauen wir natürlich unsere Treibstoffraffinerie direkt auch auf, denn die haben wir ja gratis mitgenommen. Und dann können wir, glaube ich, schon nochmals, was braucht ihr denn? Nochmals, Strom und Wasser, die können wir dann schon mal Treibstoff produzieren für unsere Raketen. Das wäre ja echt cool. Bauen wir hier hin. Stromanschluss sollte automatisch funktionieren. Jetzt müssen wir natürlich hier noch Wasserverbindung hinkriegen. Also wir gehen von hier rüber und das sollte bereits reichen. Okay, läuft, liebe Freunde. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Was ich nicht ganz verstehe, wo haben wir denn unser Geld mit? Oh, wir haben noch viel, sehr viel Geld. Stromknappheit, ja, das glaube ich. Wir müssen jetzt unbedingt diesen Akku hochziehen. Da legen wir mal die Priorität hoch. Und jetzt noch, was ich auch noch unbedingt, bevor wir eine kleine Aufnahmepause wieder einlegen, was ich auch noch unbedingt machen will, ist hier diese Betonabbaustelle hier. Und zwar positionieren wir die. Und oh, jetzt drehen wir noch um, damit wir nicht so viel, so weit von der Energie weg sind. Das pflanzen wir hier so hin. Jawohl. Damit sollten wir eigentlich die ersten Rohstoffvorkommen bereits. Oh, das sollte, glaube ich. Ich glaube, das reicht schon. Der wird automatisch verbinden. Ich glaube, da haben wir die erste Infrastruktur schon bereits gelegt. Was haben wir hier? Ein nicht funktionierendes Gebäude? Entschuldigung, wo denn? Hier. Zu wenig Strom. Ja, das ist mir schon klar. Wir haben ja auch noch keinen Akku. Das ist jetzt genau der Nachteil. Also die Sonnenkollektoren, die arbeiten halt nur tagsüber. Warum sie jetzt starten, keine Ahnung. Das ist also Tag jetzt auf dem Mars. Etwas dunkel, aber okay. Die legen also los und mit diesem Stromakkumulator kann also den Strom laden, speichern und so können wir unsere Gebäude auch bei nachts mit Strom versorgen.
Und hier haben wir die beiden Gebäude, die hier wird Wasser produziert, hier wird bereits Treibstoff produziert. Ich habe das hier oben innen gesetzt, da ich hier mit dem Wasservorkommen noch in der nächsten Folge dann direkt verbinden möchte. Und da können wir dann die Leitungen etwas kürzer halten. Oh, diese Stimme hier vom Radio, wunderbar. Ja, das haben wir. Okay, und ich würde sagen, oh, Research complete. Na, schauen wir doch noch kurz rein. Was haben wir denn abgeschlossen? Hier. Extraktorenverstärkung. Extraktoren-Upgrade. Verstärkung. Erhöht die Produktion um 25% und den Stromverbrauch um 10. Oh. Das heißt, der braucht jetzt mehr Strom oder was? Weiß ich nicht. Okay. Das aber bei der nächsten Folge. Ich würde sagen, das war doch schon wieder ein ziemlich großer Schritt weiter. Wir haben unsere Fertigbauteile gestellt. Hier wird Wasser produziert. Das erste Wasser wird generiert, Treibstoff wird produziert für unsere Rakete. Ich würde sagen, wir sind auf Kurs. Hier werden wir Beton abbauen. Ich denke, wir sind auf Kurs. Unsere Drohnen arbeiten sauber weiter. Goonie 1 müssen wir noch zurückholen, damit der nicht, der Akku nicht ausgeht. Von daher würde ich sagen, das war's für diese nächste Folge. Ich sage tschüss und ciao. Ich bedanke mich noch ganz kurz. Bist du mit dabei? Finde ich cool. Gib doch deinen Kommentar ab, wie du das Spiel findest, wie du das Let's Play findest, ob ich da weitermachen soll oder abbrechen soll, ob das total langweilig ist, wie es aussieht bei dir, ob es dir gefallen hat, wenn es dir nicht gefallen hat, natürlich auch. Damit sage ich tschüss und ciao aus der Welt von Goonicon. Tschüss, adios vom Mars. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.